kann ich mal aus dem Stegreif was schnell mal was sagen, was ich auf jeden Fall festhalten möchte. Es ist ja so, wenn ich jetzt zum Beispiel über Patriarchat rede, dann fühlen sich viele Männer sofort auf den Schlips getreten, wortwörtlich. Oh, da ist jemand, der über Patriarchat erzählt und ist das so schlimm und würde ja die Männer, unsere Männlichkeit und was weiß ich, alles schlecht reden wollen. Das ist völliger Blödsinn. Und damit möchte ich mit diesem Infocast mal aufräumen, weil die Leute, die das denken, die haben sich mit dem Patriarchat noch nie richtig auseinandergesetzt, was es eigentlich bedeutet. Und tut mir leid, aber da müsst ihr eben noch mal eure Hausaufgaben machen und mit Menschen reden, die sich ja vielleicht jahrelang mit den Themen beschäftigt haben. Und das sind auch meistens Männer, die Feministinnen überhaupt nicht verstehen oder den Feminismus überhaupt nicht verstehen, beziehungsweise die verschiedenen Feminismusströmungen. Es geht bei Patriarchatskritik nicht um ein Bashing von Männern, sondern um patriarchale Effekte in der Gesellschaft, die durch Männer ausgelöst werden natürlich, weil das Patriarchat ja für den Mann ursprünglich konstruiert wurde. Sonst hätten wir nicht den erstgeborenen Sohn als Alleinerbe des Königreichs. Nein, es geht nicht gegen Männer, sondern es geht um diese Struktur, die die Macht für den Penisbesitzer sozusagen bedeutet, ja? Also auf eine genital definierte Machtverteilung. Und genau deswegen spielt ja auch das Genital in dem Diskurs über Geschlecht so eine große Rolle, nämlich wenn wir jetzt mal rüberschwenken in Richtung Transsexualität. Und wer sich mit dem Diskurs auskennt, der wird wissen, was das Genital dort für eine Rolle spielt. Wenn wir zum Beispiel mal anführen, dass wir das Transsexuellengesetz 81, letztes Jahrhundert, etabliert haben, wo es bis 2011 eine Pflicht gab, sich einer Operation zu unterziehen, nur um den Personenstand zu ändern. Also es hat immer was mit dem Genital zu tun. Die ganzen Geschlechterdebatten fokussieren auf Genital. Aber ich will jetzt gar nicht ins so weit abschweifen, dafür muss ich dann andere Infocasts sprechen. Das ist dann. Ich möchte jetzt nur eins sagen. Patriarchale Verhaltensmuster können genauso von Frauen ausgeübt werden. Es ist nicht so, dass eine Frau, nur weil sie über eine Frauenquote in die Männeretage kommt, für die Frauenwelt etwas Gutes darstellt. Nein, sie kann sich genauso verhalten wie der Mann, der vorher da war. Vielleicht sogar noch patriarchaler. Vielleicht hat sie sogar einen Feministen ersetzt, der vorher die Frauen mehr fördern wollte und dann kommt eine Frau, die dann genau das Gegenteil tut. Also es kommt darauf an, was jemand tut und nicht welches Genital er hat. Und das ist im Kern dieses patriarchale, diese patriarchale Kritik, auf der ich aufbaue. Und es geht praktisch um eine Übervorteilung eines Menschen, der einen Penis hat. Und wenn eine Frau dieses Verhalten kopiert, um innerhalb dieses Systems, dieses Konstrukts, möchte ich mal sagen, ja, dann sich auch wieder besser profilieren zu können. Dann agiert sie genauso patriarchal und gehört auch dann zu diesen Menschen, die der Grund sind, warum andere Menschen unterdrückt werden. Und wenn wir einen Feministen haben, einen männlichen, der jetzt praktisch sagt, ich möchte hier
ich bin für Gleichheit, ich möchte den Frauen helfen und so weiter, dann ist es genauso möglich. Ja? Also falls ich mal nicht differenziert sprechen sollte und nur von Männern sprechen sollte, dann ist immer gemeint patriarchal agierende Männer. Es macht auch keinen Sinn, per se Männer schlecht zu reden. Und genauso, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem maskulisten YouTube-Kanal bin und da wird dann von Frauen geredet und alle Frauen über einen Kamm geschert und alle Frauen sind schlecht, das ist genauso unsinnig. Das würde ich dann auch verurteilen. Wir müssen immer schauen, was haben wir für ein Verhalten. Ja? Dass natürlich Patriarchat ursprünglich etwas Männliches ist, ist ja klar. Es wurde ja praktisch von dieser männlichen Seite konstruiert. Wir haben ja keine Frauen im Vatikan. Wir haben ja Religionen, die patriarchal agieren. Und wir haben immer noch das Kapital mehr in den männlichen Reihen, ne? Oder fast nur. Das ist unstrittig. Und deswegen haben wir ja die Kräfte, die jetzt gegen das Patriarchat anstreiten, sind im linkspolitischen Lager verortet. Deswegen haben wir ja auch, als das Bürgertum entstand im 19. Jahrhundert, als wir die Industrialisierung bekommen haben, da standen die Männer in der Macht und haben die Fabriken geführt und hatten die Maschinen und so weiter. Und die ersten Arbeiter und die Frau war sowieso zu Hause, hat nur die Care-Arbeit geleistet. Es war alles verteilt, also war das Kapital sowieso schon mal in männlicher Hand. Die Frau durfte ja gar nicht arbeiten gehen. Die Frauen mussten nur noch fragen ihren Ehemann, bis in die 60er Jahre noch, ob sie überhaupt arbeiten gehen kann, wenn sie verheiratet war und so weiter. Also das war eindeutig und es ist heute immer noch so. Und deswegen bist du automatisch linkspolitisch. Ne? Der Sozialismus, Clara Zetkin und so weiter, 19. Jahrhundert, Ende 19. Jahrhundert, die haben gegen das Kapital angeschrien. Und natürlich waren es automatisch Feministinnen. Weil ich in dem Moment, wo ich gegen das Kapital anschreie, muss ich ja gegen die Männer anschreien. Bin ich automatisch schon Feministin. Ja? Auch als Mann, also muss ich feministisch agieren. Ich kann als Mann nicht gegen das Kapital anschreien, gegen die Ungleichverteilung und das Patriarchat im gleichen Atemzug gut finden. Das widerspricht sich. Also wir müssen schauen, dass wir das so sehen. Also dass wir haben patriarchale Artefakte in der Gesellschaft und diese Artefakte sind sichtbar und die sind aber für uns so selbstverständlich, dass wir sie als normal ansehen. Ja? Und das ist eben nicht der Fall. Es ist eben nicht normal. Gut, das war das so eine Art Disclaimer, den ich jetzt mal sprechen wollte, für alle Hater. Für die lieben Hater, die jetzt gleich hier immer Daumen runter, weil sie irgendwas vom Patriarchat hören. Ihr müsst es ein bisschen differenziert sehen. Und ja, versucht es einfach mal so zu sehen, wie ich es gerade beschrieben habe. Habt euch wohl und in diesem Sinne.